Ich lege Wert auf eine gute Kommunikation mit anderen Schiffen und auch mit den Schleusen. Wenn du das Marifon auf Kanal 10 stellst oder in Schleusen auf den eingegebenen Kanal, dann hast du alle ordentlichen Informationen zur Verfügung. Und das ist auch angenehmer beim Fahren, muss ich sagen. Das ist sogar verwirrend, wenn einige ein Marifon haben und andere nicht. Das Beste wäre, wenn der Besitz und die Benutzung eines Marifons Vorschrift ist. Gute Kommunikation auf den Wasserstraßen ist nicht nur empfehlenswert, sondern auch sehr wichtig. Mittels einer guten Kommunikation über Marifon können sich Wasserstraßenbenutzer wichtige Informationen über die Strecke, die sie benutzen, austauschen. Für die Berufsfahrt ist die Benutzung eines Marifons vorgeschrieben. Wenn auch andere Wasserwegbenutzer über ein Marifon verfügen, nimmt die Sicherheit auf dem Wasser weiter zu. Ein Marifon kann sehr praktisch sein. Der Schleusenbetreiber gibt zum Beispiel Auskünfte über Wartezeiten, die aktuelle Situation an einer Schleuse und die Reihenfolge bei der Einfahrt in die Schleuse. Informationen, die für Sie von großer Bedeutung sein können. Ich sehe die Leuchten vor mir. Ist es gestattet, reinzufahren? Sie können mit in die Backbordschleuse, dann bleiben Sie in der Schleuse hinter dem Schubschiff. Schiffer, guten Morgen. Weiter stromaufwärts ist der Schiffsverkehr wegen eines Zwischenfalls gesperrt. Ich bitte Sie höflich, hier einen Liegeplatz einzunehmen. Machen wir. In Ordnung. Bei Zwischenfällen können Sie über Funk schneller über die Einschränkungen, Staus oder gefährliche Situationen informiert werden. Und so früher und effektiver reagieren. Die Freizeitfahrt Harmrut fahrend flussaufwärts in Höhe Kilometermarkierung 12 Rikswaterstad ruft sie. Ohne Marifon können sie nicht schnell gewarnt werden. 1200 Meter stromaufwärts hat eine Kollision stattgefunden. Ein Handy ermöglicht nur den Kontakt mit einer Person, deren Nummer Sie kennen, zum Beispiel eines Schleusenbetreibers. Mit dem Marifon können Sie direkt mit den anderen Wasserwegbenutzern und Instanzen um Sie herum kommunizieren. Durch eine korrekte Benutzung des Marifons werden andere Wasserwegbenutzer auch über Ihre Absichten und Ihre Vereinbarungen mit anderen Wasserwegbenutzern informiert. Es ist jedoch wichtig, das Marifon auf verantwortliche Weise zu benutzen. Hören Sie bis zum Ende zu und stören Sie den Funkverkehr nicht. Halten Sie sich kurz und benutzen Sie das Marifon nur, wenn es nötig ist, also nicht für Privatgespräche. Für die Benutzung des Marifons ist ein Bedienungszertifikat erforderlich. Es gibt auch kleine, handliche Funkgeräte, die wasserdicht sind und schwimmen. Durch die Benutzung des Marifons können Sie Situationen besser einschätzen. Wenn Sie bis zum Ende zuhören, wissen Sie immer, was um Sie herum passiert und können direkt reagieren.